Herr Schneider, das war ein Sparkassentag in Stuttgart, der geradezu ein bisschen philosophischen Einschlag hatte und sehr hintergründig und tiefgründig sich mit dem Thema Geld und Finanzpolitik auseinandergesetzt hat. Warum haben Sie das so gewählt vom Thema her? Wir haben das Motto gesetzt: Freiheit und Verantwortung. Freiheit braucht man, unternehmerische Freiheit. Man braucht aber auch Verantwortlichkeit, sonst geht es nicht gut. Wir haben gesehen, dass die Krise vor allem falsch verstandene Freiheit ausgelöst hat. Wir haben gesehen, dass richtig verstandene Verantwortung aber auch in der Lage ist, Krise zu bewältigen, und das versuchen wir zu tun. Und deshalb haben wir dieses Spannungsverhältnis gewählt. Sie haben mit dem ehemaligen Ratsvorsitzenden, dem Professor Huber, einen Theologen eingeladen. Das fand ich ganz beachtlich, dass die Banker, sind ja viele Sparkassendirektoren und Mitarbeitende aus den Kommunen hier, mit dem Theologen auch in Kontakt kommen sollen. Warum haben Sie das gemacht? Weil ich glaube, dass man das Thema nicht isoliert auch beleuchtet von einem, ja, Gottesmann, Theologen, sich einfach vergegenwärtigen soll. Das war ein besonders wertvoller Beitrag. Wir haben das immer wieder gemacht. Vor 6 Jahren war Kardinal Kaspar da, zur europäischen Idee unter religiösen Aspekten. Heute war es Professor Huber, einer der wichtigsten Persönlichkeiten des Protestantismus in Deutschland, auch vor dem Hintergrund, dass in Kürze hier der evangelische Kirchentag hier in Stuttgart stattfindet. Und ich finde, er hat wunderbare Gedankenanstöße zu diesem Begriffspaar Freiheit, Verantwortung, Endlichkeit von Freiheit. Ich fand es hochinteressant und ich glaube, die Leute haben ihm gespannt zugehört und jeder konnte für sich ganz persönlich was mitnehmen. Weit über das Bankgeschäft hinaus, auch in einer ganz persönlichen Reflexion. Es wurde dort gesagt, dass die Niedrigzinspolitik auch eine Frage an die richtige Gerechtigkeit ist, weil sie die ärmeren Leute stärker benachteiligt als die Wohlhabenderen. Können Sie das nachvollziehen? Genau das sehe ich auch so. Heute der normale Mensch, 10.000, 20.000 Sparguthaben, das sind die Mehrzahl unserer Kunden. Man glaubt immer, da hätte jeder 100.000 und 200.000. Das stimmt doch gar nicht. Und wenn der jetzt mit dem, was er hat, was er sich erspart hat, Vorsorge betreiben will und zuschauen muss, dass er keinen Zins mehr dafür bekommt, vielleicht in Kürze sogar dafür für die Aufbewahrung bezahlen soll, dann wird der Vorsorgegedanke ad absurdum geführt. Der, der ein großes Vermögen hat, der geht zum Vermögensberater, der internationalisiert, der legt in Amerika immer höheren Zinsniveau an, der geht in andere Assetklassen. Aber der, der 10.000, 20.000 hat, der, was will denn der machen? Der kann doch nicht in Aktien gehen. Der zahlt ja mehr Depotgebühren und Beratungsgebühren und Beratungsprotokoll. Das ist doch keine realistische Möglichkeit für normale Menschen. Deshalb wird die Nullzinspolitik die Sparerenteignung zur Folge haben und vor allem die kleineren Menschen, die Menschen, die nicht so viel Geld haben, ganz klar treffen. Die können der Nullzinspolitik nicht entgehen und damit der Enteignung der Sparer. Und deshalb hat es eine große soziale Dimension und auf dessen müssen wir aufmerksam machen. Das sind ja eigentlich auch klassische Sparkassenkunden, die Sie da beschreiben. Und Sie haben vor wenigen Wochen gefordert, dass ein Instrument, was es schon einmal gab, wieder eingeführt wird, nämlich eine Sparprämie, die der Staat zahlt. Wie waren die Reaktionen auf diesen Wunsch? Ich hatte hier vielfältige Reaktionen. Die Reaktionen waren unterschiedlich. Die Sparer haben gesagt, er hat recht. Das ist eine Sauerei, dass der Staat so ein Nutznießer ist, 20 Milliarden Zinsen spart. Und mit 1 Milliarde, wenn er morgen eine Sparerprämie macht, und die hatten wir ja, das ist ja nichts Ungewöhnliches, dann könnte er mir wieder ein kleines Bene geben und ich hätte wieder was von meinem Sparen. Das heißt, mein Sparbetrag schrumpft nicht. Ja? Und da haben viele mir recht gegeben aus der Kundschaft. Die Politik war ambivalent. Manche haben gesagt, du hast recht. Andere haben gesagt, oh, Staatssubvention. Ich habe gesagt, Moment, der Staat schöpft 20 Milliarden mit Nullzinspolitik ab und jetzt soll er bitte schön den Sparer nur auch 1-2 Milliarden zurückgeben, dann haben die wieder Positives. Schwarze Zahlen auf ihrem Sparbuch, das halte ich nach wie vor für richtig. Viele haben es aufgenommen in Form von Wohnungsbauprämien, von Altersvorsorgeprämien, ist alles das gleiche Modell. Ich bin nach wie vor mehr denn jeder Überzeugung, der Staat ist der Nutznießer dieser Nullzinspolitik. Er nutzt gerade der deutsche Fiskus im Besonderen, es in einem besonders hohen Maß, weil er noch eine gute Güte hat, Bonität hat. Der Bundesfinanzminister macht ja Geld mit Schulden machen im Moment. Das muss man sich mal vorstellen. Dann kann er doch einen Teil davon dem Sparer geben, der da gekniffen ist. Ich bleibe bei meinem Vorschlag und ich bin überzeugt, dass der immer mehr Anhänger findet.